Ja, hallo, herzlich willkommen zur Sequenz, in der ich einige prüfungsähnliche Aufgaben zu Differentialgleichungen lösen möchte. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus der Tafel, da sind auch bereits die paar Übungen angeschrieben und es steht auch jeweils Klammer, was für ein Typ oder mit welcher Methode man die Gleichung lösen könnte. Gut, also gehen wir zuerst zur Aufgabe 1. Haben wir zwei Gleichungen, x und y, sind also zwei Funktionen gesucht, die von t abhängen, x und y von t, die wir suchen. Und wir haben da im Unterricht gesehen, das geht relativ bequem, indem man da die Matrix-Schreibweise für das Gleichungssystem zu Hilfe nimmt. Das wäre hier 2 minus 3, 0, 3. Weil ja dann die Lösung vom Typ E hoch ist mit dem Eigenwert der Koeffizientenmatrix, die hier 2 minus 3, 0 x haben wir hier und 3 ist. Mit den Eigenwerten der Koeffizientenmatrix und den Eigenvektoren als Vorfaktoren, Streckungsfaktoren vor den einzelnen Lösungen. Okay? Das also die Matrix, das heißt, wir suchen dazu jetzt die Eigenwerte. Nehmen wir das charakteristische Polynom von a in Lambda. Wissen wir das Lambda Quadrat minus Spur von a. Jetzt die Spur von a, das ist hier die Diagonale zusammen gezählt. Das gibt 5, also minus 5 mal Lambda ist minus Spur von a. Plus die Determinante, die ist 2 mal 3 minus 0 mal minus 3, also 6. Das müssen wir gleich 0 setzen, um die Eigenwerte rauszukriegen. Das heißt, ich faktorisieren in dieser Form. Und damit haben wir die beiden Eigenwerte 2 und 3, die wir ablesen können. Die Eigenvektoren dazu kriegen wir ja, wenn wir jeweils in die entsprechende ja, Eigenvektorgleichung eben die Eigenwerte setzen. Also hier bei der Matrix schaue, habe ich vor dem x hier habe ich ein 2 minus Lambda und hier minus 3y. Also ich habe, wenn ich mal den Eigenvektor zum Eigenwert 1 ausrechnen, sagen wir mal den da. Eigenwert 1 war 2, dann kriegen wir also 2 minus den Eigenwert mal x minus 3 mal y gleich 0. Pardon. Nun, das gibt 0 mal x minus 3 mal y, das heißt x kann nicht beliebig werden, aber y muss sicher 0 sein. Also y ist sicher 0 und x kann nicht beliebig werden, weil das wird ja mit 0 multipliziert. Das heißt, hier wäre es ein möglicher Eigenvektor, irgendwas, was in x-Richtung zeigt, zum Beispiel 1, 0. Ein Vektor zum Eigenwert 2. Dort habe ich die 3 als Eigenwert gehabt als zweiten, minus 3y gleich 0. Also das heißt, ich habe hier minus x minus 3y gleich 0. Das bedeutet, 3y ist minus, sorry, mal minus x. Wenn ich 3y auf die andere Seite nehme, oder anders gesagt, y ist minus ein Drittel x. Möglicher Eigenvektor hier wäre
Kann ich zum Beispiel, wenn ich für x 3 nehme, dann gibt es für y minus 1. Gut, also das bringt mich zu folgenden Lösungen. X von t, also x von t ist jetzt ja die, quasi die obere Zeile, die x-Koordinate. Ich habe hier einmal die e-Funktion mit Eigenwert 2t plus dreimal hier die e-Funktion mit 3t, und jetzt habe ich hier ja jeweils einen speziellen Eigenvektor genommen. Das heißt, ich könnte mir hier noch die Integrationskonstanten vorstellen, c1 und c2, die da nicht die Richtung ändern, aber einfach nur die Länge. Das heißt, ich könnte hier etwas schöner schreiben, das gibt einmal c1 oder gibt das, und hier habe ich dreimal c2 von diesem e hoch 3t, und für y von t kriege ich 0 mal, war das glaube ich hier, die 0, 0 mal den c1, also gibt auch nichts. Und hier minus c2 mal e hoch 3t. Okay, das zur ersten Aufgabe. Ah, jetzt hat man hier noch die Anfangswerte, die man einbringen kann. Also wenn Anfangsbedingungen, wenn t 0 ist, dann möchte ich auch 0 haben für x. Das heißt also, wenn t 0 ist, dann geben die beiden Ausdrücke hier 1. Ja, weil dann habe ich ja e hoch 0, was 1 gibt. Das kriege ich c1 plus 3 c2 soll 0 sein. Und die Anfangsbedingung für den y ist 1. Also wenn ich 0 einsetze dort, kriege ich ja minus c2, und das soll dann 1 geben. Ja, so, ja. Okay, ja, c2 kriegen wir fast gratis, das ist minus 1, und wenn ich weiß, dass, dann gibt das da hier minus 3, oder? Dann ist also C1 muss dann 3 sein. Ja, C1 muss 3 sein. So, dass wir also für unsere Lösung kriegen, für das spezielle Problem hier, 3 mal e hoch 2t und minus 3 mal e hoch 3t für den x und für y. Analog, dann kriege ich einfach einmal dieses e hoch 3t. Gut, also das Lösung zur ersten Aufgabe. Okay, zweite Aufgabe ist eine exakte Gleichung, 2y² plus 2xy y Strich. Also bei der Nummer 2 haben wir 2xy, also x², habe ich vergessen, 2y². 2y² plus 2xy mal y Strich gleich 0. Nochmal gucken. Gut. Schreiben wir das kurz um hier, das y-Strich, das ist einfach dy nach dx, und dann multiplizieren wir mit dx, damit wir hier die Standardform kriegen, so wie wir es gewohnt sind. Ja, wir wollten eine Funktion p haben mal dx plus eine Funktion q mal dy. Und jetzt schauen wir, ob das exakt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine p-Funktion und hier meine q-Funktion, die p-Funktion nach y ableite, sollte ich dasselbe kriegen, wie wenn ich q nach x ableite. Gut, das p nach y abgeleitet gibt
für y und das q nach x abgeleitet, das gibt 2y. Ist also nicht exakt. Dann ist also die Frage, kann ich das korrigieren mit dem integrierenden Faktor? Das habe ich angegeben, ja, kann man. Und zwar habe ich ihn hier angegeben, mit diesem x können Sie das so korrigieren, dass es stimmt. Schauen wir mal, das klappt. Dann würde die Gleichung so lauten, plus y gleich 0. Das heißt, ich hätte jetzt dp nach dy gebe mir jetzt 4xy und dq nach dx gebe mir jetzt ebenfalls 4xy. Also das findet man relativ schnell, oder weil p gar nicht von x abhängt, da kann man versuchen, weil ich da nach y abhänge, kann man versuchen, damit x so zu korrigieren, dass es drauf geht. Und man schafft das, indem man eben mit x multipliziert. Voilà, damit kann ich zu lösen beginnen. Also ich muss mal die Integrale von p und q berechnen und dann miteinander vergleichen. Das heißt, gefragt sind diese beiden Integrale von da oben. Ja, schon. Also, haben wir hier total nach x aufgeleitet. Kann ich gerade x Quadrat y Quadrat nehmen, das klappt, plus da kann irgendeine Konstante dazu kommen, die von y abhängt. Und sehe ich gerade, oder da kann ich auch das nehmen, plus irgendeine Konstante, die von x abhängen könnte. Aber ich brauche hier gar nicht zu korrigieren, weil die Funktionen stimmen bereits überein. Das heißt, mein Potenzial sieht so aus, x Quadrat, y Quadrat. Jetzt kann man das noch konstant setzen, um vielleicht Nivolinie auszurechnen. Das ist jetzt hier nicht Teil der Aufgabe, aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich sowas auch noch sehen möchte. Ja. Kann man zum Beispiel nach y auflösen, Wurzel ziehen. Das heißt, ich kriege dann sowas wie Plus, Minus, kann man dann wählen, was man möchte. Die Wurzel von dem da kann ich separat auszählen und nenne die Wurzel ziehen. Irgendwie so. Sowas. Also, sagen wir mal, hier sind wir zufrieden. Bene, dann 3. Nehmen wir einfach noch gerade 3. Das sollte dann reichen. 3y-2y ist 3. Also 3 war y-2y ist 3e hoch 2x. Habe ich das richtig abgeschrieben? Gut, also. Das ist. Also. Inhomogene Gleichung mit Störtermen hier. Da löst man zuerst die homogene und dann addiert man eine partikuläre Lösung dazu, dann hat man die Gesamtlösung. Okay, also Störtermen weg. Dann ist das die homogene Gleichung. Und ist das so? Also y homogen. Ja. Natürlich nicht 2, das ist eine Ableitung hier. Also haben wir y' ist 2y. Und jetzt wie bei ganzer Massepulation der Variablen, das bedeutet y dx ist 2y. Und dann separiert heißt das also, ich nehme das y rüber und multipliziere, also ich dividiere mit y beide Seiten und multipliziere mit dx. So dass ich also hier als Stammfunktion, wenn ich integriere, den ln habe. Und hier kriege ich 2x plus eine Integrationskonstante. Also haben wir y
ja, in den Exponenten von e beide Seiten. So, das schreiben wir jeweils kurz, also ich bin ein so, dass wir also da x homogen erhalten als, oder das ist ja e hoch c mal e hoch 2x, dass wir also hier eine Integrationskonstante erhalten, das da mal e hoch 2x. Gut, das ist der homogene Teil. Möchten wir mal was. Jetzt y partikulär, Variation der Konstanten. Wir nehmen jetzt an, dass das y 0 auch noch von x abhängen dürfte. Was natürlich zur Folge hat, dass jetzt die Ableitung etwas anders aussieht. Jetzt greift da die Produktregel, das heißt, erstes Ableiten mal zweites stehen lassen plus erstes stehen lassen mal zweites Ableiten, dann kommt von der inneren Ableitung eine 2 runter. Gut, jetzt eingesetzt in die Gleichung, die war y', also gerade das ganze Ding da. Minus 2 mal y, also y' minus 2 mal y, also minus 2 mal Ansatz hier, minus 2 mal y, was das da ist, ist 3e hoch 2x gestört. Voilà, und wie immer, dieser Teil oder ein Teil hebt sich weg. Das heißt, ich komme also zur Gleichung y' von x mal e hoch 2x ist 3e hoch 2x. Ich mache die y 0 erhalten, das heißt, ich dividiere mit e hoch 2x, dann kriege ich noch 3. Und jetzt kann ich y 0 erhalten, wenn ich 3 integriere nach x. Das gibt natürlich 3x plus c kann ich mir hier schenken. Nein, ich suche ja eine partikuläre Lösung. Kann ich c gleich 0 nehmen. Gut, das wiederum eingesetzt oben in unseren Ansatz hier, oder? Y0 ist also 3x, pardon. Das heißt also partikuläre Lösung yp. Das ist also 3x e hoch 2x. Gut, jetzt geht eine neue Seite auf. Genau. Okay, das heißt also, Gesamtlösung y von t hätte ich die homogene Lösung e hoch 2x plus diese partikuläre Lösung 2x. Voilà. Okay. Wow. Ausklammern würde man wahrscheinlich, als man sagt, okay, ich habe 3x plus y 0 mal e hoch 2x. Gut, das müsste man überprüfen mit Einsätzen. Ich hoffe, ich habe da keine Fehler gemacht. So, was nehmen wir noch? Voilà. Eben 4 haben wir gelöst. Ne, 3 haben wir gelöst. 4 ist Separation der Varianten. Kann man x ausklammern auf dieser Seite. Und dann kann man die Variablen trennen, wie im homogenen Teil von 3. Also das ist kein Problem. Da muss man nur noch die Stammfunktion, ist dann etwas schwieriger. Suchen. B geht genau gleich wie eben gezeigt, da ist der Störterm das da und dann wird dann das Integral für die variierte Konstante wird dann ein bisschen schwieriger, kann man halt mit dem Rechner machen lassen. Gut, das da hier ist auch noch einmal 5, ist doch noch einmal eine Variation. Hier noch mit R dividieren, so ein bisschen zu sortieren, dann können Sie einmal U0 weglassen, damit Sie eine homogene Gleichung haben und dann eine partikuläre Lösung suchen und dann
werden sie so eine, ja, den Strom finden in der Abhängigkeit der Zeit, wenn sie da so über eine Spule fahren. Ne? Okay. Gut, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.